Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Heute der grösste Musikstar in der Schweiz. Dreimal hintereinander. Best Hit hat er gemacht, hat noch keiner von ihm geschafft. Und insgesamt viermal hat er gewonnen. Loco Escrito, danke vielmals, dass du gekommen bist. Loco, wer bist du? Danke vielmals, dass du da bist. Ja, wie du gesagt hast, Künstlername Loco Escrito. Ich heiße Nicolas Herzig. Ich bin 32 und ja, darf heute hier bei dir sein und mit dir ein reden. Gut, und wie würdest du dich als Typ beschreiben? Sehr offen, sehr emotionell, sehr viele Gefühle sind in mir drin. Und ein bisschen draufgegangen ist, manchmal vielleicht auch ein Schrauben locker. Ein Schrauben locker? Locker? Ja. Loco heisst verrückt? Genau, ganz oder? Genau. Wie Loco bist du denn heute noch? Ja, heute jetzt seit 6 Jahren, bald 7, nicht mehr so, ganz so Loco. Ja. Seit dort habe ich eine Tochter. Aber auch ihr lebe ich vor, dass man auch zu gewissen Momenten Loco sein sollte. Also auch mal ein Risiko eingehen, auch mal einfach vielleicht an mein Bauchgefühl nachgehen, auch wenn alle Leute rundherum anders denken. Also für mich ist das nicht mal Loco, das ist etwas Normales. Aber ja, seit dort versuche ich das ein bisschen probieren, regulieren. Gut. Okay, also bist aber nicht traurig mit dem Namen, weil andere, die solche Namen genommen haben, sind dann ein bisschen reingefallen. DJ Bobo kommt in Lateinamerika nicht so gut an, weil Bobo heisst dort dumm. Ja, Bobo heisst dumm. Also man kann sagen, es kommt nicht so gut an, oder es ist super, weil sich jeder merken kann. Den Namen vergisst man auf jeden Fall nicht so schnell. Also deine Mutter ist Schweizerin, dein Vater ist Kolumbianer. Und was bist du? Ein Mix. Mhm. Ein Mix. Also ich würde sagen, das Leben, ganz klar, habe ich als Schweizer gelebt. Oder ich bin hier aufgewachsen, bin mit 6 Monaten in die Schweiz gekommen und bin hier in die Schule und das ganze Umfeld ist schweizerisch, aber natürlich hat man seine Wurzeln und ich bin genauso Kolumbianer, wenn es darum geht, wie ich mich fühle. Ich habe die Kultur, ich habe die Sprache, ich habe auch die Lebensfreude. Aber so, wie das Leben funktioniert, weiss ich vor allem in der Schweiz. Gut, aber ich habe das gesehen, dass du, als du nach Kolumbien gegangen bist, haben die gesagt, du musst als Schweizer auftreten. Nur so hast du eine Chance in der Musikindustrie. Also in der Schweiz bist du Kolumbianer, in Kolumbien bist du Schweizer. Genau, also das hat, glaube ich, jeder Auslandsschweizer. Gell? Das ist auch, sobald du auch nur schon, ich kenne Latino so 2 Jahre in der Schweiz sind und gegenüber, und das ist schon der Schweizer. Oder? Das, ist so, das weiss, glaube ich, jeder, der die 2 Kulturen hat, dass das so ist. Und dass dort zumal in Kolumbien ein Mensch war, Bisoni, der manchmal auch nicht will, Bisoni arbeiten, die alles Wissende sind. Und dem sein Tipp war wirklich so, hey, geh in ein Interview und red wie mit einem Schweizer Akzent. Also, mach etwas. Das machst du natürlich nicht. Nein. Aber wie gross ist denn die Karriere geworden in den letzten Jahren in Kolumbien? Ja, in Kolumbien haben wir dort nach der Reise, die wir dort gemacht haben, die haben wir auch bewusst gemacht, um zu schauen, wie es funktioniert, haben wir auch uns entschieden, dass wir viel da weitermachen. Eben, also, weil es nicht so geht. Ja, nicht, aber du hast ja gesagt, so 2018 hast du gesagt, du wirst so der Größte. Du wirst der Größte. Das jetzt so stehen, aber das lasse ich nicht so stehen. Wir können nachher noch mal darüber reden. Nein, sag's. Nein, also, weil es dort auch ganz anders funktioniert und weil meine Tochter da lebt und weil ein grosser See dazwischen ist. Also, es gibt viele andere Gründe auch. Es ist sehr gut angelaufen, nämlich, wo wir dort waren. Also, du hast ja 2018 gesagt, du wirst der Größte. Latin-Star weltweit werden. Genau. Wie weit bist du auf dem Weg? Weiter auf jeden Fall. Ich bin weiter. Ja, und das Wichtigste ist auch, wenn man so ein grosses Ziel hat, ist, dass man den Weg genießt. Mhm. Also zum Beispiel ein Bergsteiger, der der Grösste auf der Welt wird, der genießt nicht auf dem Berg oben stehen, sondern der genießt den Moment, wo seine Finger blutig sind und er fast den Berg durchabgeht. Die Leidenschaft muss da sein und die auch nicht ganz klar. Okay, lassen wir uns doch mal den grössten Hit an, Punto, aufgenommen vor einem armen Viertel in Medellin. Angefangen hast du schon jung, ganz jung, mit Karaoke. Hast du dort schon werden? Und was ist daraus geworden? Ein paar Jahre später, Energy 2021 folgendes. Einmal so viele schöne Frauen wirkt für mich ein bisschen altmodisch, machohaft, aber als Latin-Lover kannst du dir das heute noch in der heutigen Zeit noch leisten? Ja, also das Machohafte, das ist ja immer von dem, der das sieht. Das ist sein Empfinden. Aus welchem... Nein, wirklich so. Das heisst ja nicht, dass ein Mann und viele Frauen gerade Macho getan ist. Das ist eine Show-Einlage. Ich kenne viel mehr Tänzerinnen als Tänzer. Die sind aus meinem Bereich. Ja. Also meine Tänzerin, ihre
Kolleginnen aus der gleichen Schule. Und wir haben natürlich ein grosses Entrance machen. Aber hätten wir genauso viele Männer gefunden, kann man auch mit vielen Männern genauso einen coolen Start in die Show machen. Wie nie stattfinden. Ja, das weiss ich nicht. Also, es wäre schön. Ich habe ja vor allem Frauenfans. Und ich bin jetzt gerade letztes Mal im Gespräch und ich habe genau dort gesagt, ich will Tänzer auf der Bühne haben. Gut, also du hast eben Frauenfans, unter anderem, weil du dich mit nacktem Oberkörper zeigst. Wenn es ein bisschen warm wird, als Sexsymbol, fühlt sich das gut an? Ich glaube, es fühlt sich gut an, wenn man das ist, wo man ist. Ich bin jemand, also, das ist auch in meiner Familie so, an der Familienfest ist der Onkel auch schnell mal, hat das Liebling da oben ab. Ich bin gerne nackt. Ich bin gerne nackt, also es ist nicht etwas, was ich bewusst nehme zum Verkaufen. Man muss aber als guter Geschäftsmann das Produkt analysieren und schauen, was sind seine Stärken. Und wenn ich schon sonst ohne T-Shirt rumlaufe, oft, wieso soll ich dann das nicht ab und zu verkaufen? Ein bisschen exhibitionistisch muss man sein, wenn man diesen Beruf hat, oder? Nein, also gar nicht. Es gibt Musiker. Das ist immer die Frage, wie, was du bist, was du den Leuten erweckst. Mhm. Wenn du ein Introvertierter bist an der Gitarre, dann weckst du ganz andere Gefühle und vermittelst sie. Also kommst du dann viele Offerten über von jungen Frauen? Ja, man kommt immer wieder irgendeine Nachricht über oder auch vielleicht mal mehr, aber das ist nicht irgendwie etwas, wo ich... Hat das zugenommen oder eher zurückgegangen in der letzten Zeit? Nein, eher zurückgegangen. Kannst du mit dem leben? Ja, kann ich. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das mega euphorisch verfolge. Als Kind hast du ja angefangen auf dem TÜV. Das ist so eine TÜV-Manie, die du von deinem Vater übernommen hast. Ja. Und hast es dann weiter gemacht, Energy 2019 folgendes. Sehen wir Harlin, oder? Ja. Ist das deine Freundin hinten dran? Nein, ist schon Tänzerin. Ja. Okay. Eine aber ist klar, Mann vorne, Frau hinten etc. Dein Vater hat ja mehrere TÜV-Umfälle gehabt, Bachelor und so. Hat dich nicht abgehalten? Nein, es war immer eine sehr grosse Leidenschaft. Ich hatte ja selber einen schweren TÜV-Unfall. Aber es gibt mir zu viel. Es ist etwas, was mir sehr viel. Machst du gleich weiter? Mache ich weiter, ja. Und die Freundin kommt aus einem anderen Bereich, sie ist Yoga-Lehrerin. Machst du auch Yoga? Ein bisschen manchmal. es ist mehr am Anfang und mega euphorisch und es tut auch mega gut, aber man muss sich Zeit nehmen. Es ist ein bisschen langweilig, oder? Nein, gar nicht. Aber man muss die Ruhe in sich hinein haben oder ein bisschen runterfahren, um das auch wirklich anzugehen. Also, du hast ja mehrere Auftritte gehabt bei den Swiss Music Awards 2021. Hat es eine Laudatio gegeben von der Frau Stoll. Ja. Das ist eine Slam-Poetin und die hat sich lustig gemacht, vor allem über die oberflächlichen Texte in diesen Songs und so. Und dann bist du als Gewinner auf die Bühne kam, natürlich, hast du es entgegennehmen, deinen Preis, und hast Folgendes gesagt. Ja, ich habe ein bisschen Pep vermisst, ein bisschen Positivität, ein bisschen grösseres Träumen. Aber ich würde jetzt nicht reden, von was ich vermisse, auch wenn es ziemlich viel ist, auch an so einem Abend, muss ich sagen. Es braucht viel, viel mehr. Und was es braucht, um hier zu schreiben, sind grosse Träume. Nächstes Mal braucht es eine Rede, die am Schluss Pep hat. Nächstes Mal, wenn wir Music Awards, wo ein bisschen mehr Freude verstreut für unsere Musik. Weil das ist schlussendlich die Essenz. Ich ziehe es aus und ich will mich bedanken bei all denen, bei meiner Großmutter, Mami, du schaust zu, du hast ausgehalten bis 93 bis jetzt. Und ich danke dir, ich küsse dich ganz, ganz fest. Also, ehrlich gewesen, offen und so, hast Kochonen gezeigt, oder, kann man sagen. Ist nicht überall gut angekommen, die Stimmung, die dort schon am Boden war, ist noch etwas weiter abgegangen, oder? Aber es war wichtig, das zu zeigen, weil es hat angefangen, wir waren alle Best-Hit-Gewinner dort, auch in Monet. Man hat nichts über die neuen Musiker geredet, man hat uns den ganzen Abend einfach dort hocken lassen, bis am Schluss eigentlich die Königsdisziplin kam, ist nicht zu stellen vor, ein Match von Roger Federer wird so angesagt. Also, das ist auch das gute Recht, dass dort meine Emotionen Überhang genommen haben. Und ich habe gezeigt, wenn das eine Kunst ist, die sie macht, ist komplett am falschen Ort. Und wahrscheinlich ist auch jemand verantwortlich. Also, sie ist angefragt worden, ob sie das machen würde. Dann hat sie das gemacht, finde ich, katastrophale Rede, immer noch. Lara Stoll! Hat sich auch entschuldigt, finde ich mir nett. Hat mir auch geschrieben auf Insta und hat gesagt, ja, hat glaube auch gemerkt, das war nicht der Ort, um der Art von Humor. Also es ist wie man hört, man tut einen Nein, man macht Krönen. Das nicht. Nein. Aber sie hat natürlich sich inszenieren als Slam-Poetin und so weiter und so fort. Gut, also, du hast ja angefangen mit Rap und bist dann auf Latino übergewechselt. Warum? Ich habe immer schon sehr gerne Melodien komponiert und habe mir nie zutraut, dass ich eine Stimme habe, um das wiederzugeben. Ja. Und die Jahre und die Entwicklung haben dann mir sozusagen die Sicherheit gegeben, dass ich mich auch getraut habe, dann anfangen, die Melodien rauszutragen. Aha, hast du das Gefühl, mit Rap, da muss man nicht singen?
Nein, man rappt ja vor allem. Also man singt ja kein, man macht kein Gesang. Eben, ja. Also man tut schon ein bisschen. Also Leute, die nicht singen können, Rap machen. Leute, die nicht singen können, können Latin machen, oder? Ja, also heutzutage kannst du alles machen. Ob es dann live mit oder auch Audiotune dann wieder gibst, ist etwas anderes. Aber es war eine Entwicklung und man erreicht auch viel, also man kann viel mehr Gefühl übermitteln. Rap ist eher so ein bisschen Frust. Also vor allem in dieser Zeit, heutzutage ist der Rap viel melodiöser. Aber ich wollte mehr Freude. Auch meine Texte waren nicht mehr so ein bisschen kritisch, sondern eher die Liebe zelebrieren und das Positive im Leben. Dein Vater kommt ja aus Medellin in Kolumbien. Medellin ist weltberühmt worden durch einen Mann. Mhm. Der grösste Drogenhändler von allen Zeiten, der Pablo Escobar. Netflix hat eine grosse Serie oder sogar 3 Staffeln gemacht. Schauen wir dann den Trailer an. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus armen Verhältnissen. In einem armen Land. Und mit 28 haben Sie so viel Geld, dass Sie es nicht einmal zählen können. Tja, was tun? Sie machen Ihre Träume wahr. Willkommen im Medellin-Kartell. Pablo verdiente damit über 5 Millionen Dollar pro Woche. Hast du die Serie gesehen? Ja. Und, wie hat es dir gefallen? Mir gefällt das Ganze allgemein nicht so viel. Man fängt wie über einen Film an reden, aber es ist Realität. Ja. Oder? Das war ein Arschloch, das grösste Arschloch auf der Welt, wenn nicht sogar mehr. Ein Terrorist, ein Massenmörder. In Medellin zum Teil aber verehrt worden, weil er Schulen gespendet hat. Aber das Gleiche wie ein korrupter Präsident. Ja, also ich kaufe Leute umgebracht. Wenn ich deine Stimme will, kaufe ich dich. Und das Gleiche, wenn er die Unterstützung will, hat er den Leuten. Mhm. Nicht, wie es ihm etwas bedeutet. Ohne Wimpern zucken, ja. Kind und alles umgebracht. Also eine düstere Geschichte von unserem Land, wo ich mich aber eine mega coole Geschichte, wenn es um Entertainment geht. Jetzt muss man das aber leider ein bisschen trennen. Die Wahrheit ist, dass man leider in Medellin durch die Stadt laufen kann und man sieht einen Tourist und der läuft mit dem Gesicht von Pablo Escobar durch Medellin. So sind wir heutzutage. Und was sagen denn die Leute von Medellin über das Ganze? Ja, es ist gespalten, aber ja. Die meisten sind gegen ihn. Aber auch muss Serie, sagen, die Netflix-Serie, wie ist die da gekommen? Ja, man muss sagen, dass das Ganze so schlimm war, dass die Jungen, bevor die Serien oder die Rechte, die von seinem Brüder oder Ferdi auch immer wie, bevor das kam, haben die Jungen gar nicht gewusst, dass sie ihn gegeben hat. Man hat das totgeschwiegen. Das war so schlimm. Ja. Jetzt ist das wiedererlebt und die Jungen haben das geschaut. Aber das ist jetzt noch krass. Also, es könnte sein, dass du ein Grossvater bist, der vielleicht einen Onkel verloren hat wegen ihm und dein Neffe schaut jetzt das und findet das mega geil. Also, es ist ein bisschen schwierig zu verbinden. Und was man muss nennen, ist, er war ein Terrorist. Er hat nur Schaden gemacht. Und Tod ist noch fast seine grössere Geschäftsding als Kokain. Genau. Dein Vater hat die Zeit natürlich erlebt, hat mal Folgendes über das gesagt. Als Kind hatte ich sehr viel Angst, entführt zu werden. Ein Cousin meiner Mutter wurde entführt und zerstückelt. In Koffer vom Auto gefunden. Das hat mich sehr eingeprägt. Das heisst, das war immer noch im Inneren bis zum Schluss. Er ist ja dann leider kurz darauf gestorben. Du hast seinen Namen hier tätowiert. Vielleicht kann man das sehen. Fernando. Also, was ich zu dem eigentlich nur zeige, ist, dass ich zweimal respektlos behandelt worden bin. In erster Linie, wieso ich nie mehr mit dem SRF eine Reportage machen würde, ist, weil das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass man genau diesen Satz rausnimmt. Das macht mich auch gerade im Moment richtig hässig. Aber warum? Und auch im Vorgespräch. Weil man ist dort an über anders. Aber warum denn? Und man touchiert etwas, weil kein Schweizer sich vorstellen kann, so etwas zu erleben. Und darum habt ihr oder als SRF die Eier, das überhaupt zu machen. Weil man sich nicht im entferntesten Sinn so etwas vorstellen kann. Und dass man das jetzt nochmal bringen muss, wollte ich einfach allen Leuten sagen, das SRF hat mich hin und vorne respektiert. Und mein Vater, der soll in Frieden ruhen, weil sie genau diese Szene reingenommen haben. Das hat nichts damit zu tun, wieso wir uns müssen um eine Schweizer Reporterin kümmern. In Kolumbien, Medellin, wo nur die Miserien angehen und die Geschichten, die sie nicht einmal im Traum vertragen so etwas zu erleben. Muss ich allen da außen sagen, SRF, sehr respektlose Handlung. Dass ihr das wieder aufnehmt, können wir gerade noch mal darauf hinweisen, dass sie das gemacht haben. Aber ich verstehe deine Emotion, aber du hast ja vorher erzählt, wie schlimm das war, dort. Aber wenn man mehr verstehen will, was dort gelaufen ist, und vielleicht was auch in der heutigen Zeit noch dort immer noch vorhanden ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht respektlos, sondern es geht einem innen und man kann das nachvollziehen. Mal, aber wenn ich jetzt dir würde sagen, Roger, ich komme mit dir mit, weil ich würde gerne über deine Arbeiten reden als öffentliche Person und dann komme ich zu dir und weiss, dein Vater hat ein mega schlimmes Erlebnis gehabt und es geht nur um das.
dann habe ich dich verarscht. Dann habe ich dir gesagt, der Vorwand zu dir zu kommen, ist jemand anderes. Anderes. Ich bin sehr offen. Ich bin auch nicht der gewesen. Man hat mir gesagt, hey, so eine grosse Chance, SRF macht eine Reportage. Dann haben wir die wie weg gehabt, die ist mit uns mitgekommen. Die hat nur irgendwelche Armut gefötelt, irgendwelche Viertel hochgehen, wo sie zum Glück wieder oben runtergekommen ist. Aber das, das, hast du auch, das hast ja du mitgemacht. Das ist respektlos. Du hast ja das mitgemacht, bist du in dieser Szene. Das war tabu gewesen. Aber es ist immer noch, also, wenn einer am falschen Ort läuft, der zu diesem Sektor gehört, dann ist es vorbei. Also es ist immer noch, es sind die Banden, die da oben regieren und jeder muss in seinem Sektor bleiben, sonst gibt es Probleme. Du hast die Realität dort aufgenommen. Sind nicht eigentlich mit Local Guides in deinen Quartieren? Wir sind in ein touristisches Gebiet und wir müssen viel mehr Zeit haben. Und die Banden, die haben das können untereinander klären, dass die Touristen, es gibt auch keinen Krieg, wenn jetzt der eine Touristenführer irgendjemand zuerst anfängt. Also das muss ich sehr loben, das wird sehr organisiert gemacht. Aber in der Nacht ist niemand dort oben und wir sind oben mit einem Guide und sie ist mit uns. Sie ist aber nachher noch allein mit der Kamera in das Viertel. Und sie wollte auf der Straße schauen, wo kommen die Armen zu essen über. Also man sagt mir, man geht meine Musik begleiten und es ist eigentlich zu 50% gelogen. Aber wenn ich jetzt eben dein erste Video anschaue, Punto, dann machst du das vor dem Hintergrund. Der Hintergrund ist ein Slum von Medellin. Ja, aber nicht da, nicht Miserie. Ja, es sieht ziemlich miserabel aus. Das ist doch nicht. Die 80% der Leute leben so. Das ist nicht miserabel. Das ist die Essenz von unserer Kultur. Wenn du die Kultur von Kolumbien erleben willst, lebst du die nicht im reichsten Viertel mit den höchsten Standards, sondern dort sind die Leute am meisten weg von der Kultur. Dein Vater hat in einem sehr schönen Viertel gewohnt und so. Genau. Wie war es eigentlich, als er so früh verstorben ist für die Familie? Wie war das bei dir? Es ist schade. Noch schade ist, wenn man nachher so Bilder muss. Aber ich bin nicht abgewertet durch das. Nein, aber für mich ist das ein Scheiß. Also, das muss ich ganz klar sagen. Okay. Ist auch schade, dass man jetzt dem so Raum gibt. Aber da muss ich leider auch, wie bei dieser Rede von der. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, bei der Swiss Music. Lara Stoll. Ist auch wichtig, dass meine Emotionen immer Platz haben. Und ich das kann hast du können machen und ich kann das auch nachvollziehen. Ich will nur sagen, wie es ankommt bei mir, ist eher, dass man mehr Verständnis hat für die spezielle Situation. Und du bist ja eben halb Kolumbianer, halb Schweizer. Könntest du dir denn vorstellen, mit ihnen zu leben? Nein, jetzt als Vater nicht. Also ich muss ganz klar sagen, das Schöne durch die Wurzeln und dass ich auch durch meinen Vater viele Geschichten erlebt habe und durch Mitmenschen. Also leider in Kolumbien passiert da jetzt sehr, sehr, sehr viel Schlechtes. Wieso? Ist es jetzt schlechter wieder geworden? In letzter Zeit? Nein, aber es gibt sehr viel. Also wenn man dort mal Zeitung liest, das machen halt viele Touristen nicht. Oder so, aber es gibt sehr viel Schlechtes leider in diesem Land. Die Leute sind mega lieb. Und das ist für mich schon wichtig, dass man das vielleicht versteht. Oder für mich ist das ein Segen, dass ich kann schätzen, dass meine Tochter allein in die Schule laufen kann. Das kann ich schätzen wie kein anderer, dadurch, dass ich weiß, wie sie andere. Das könnte Ort. Eben auch. Genau. La Violencia, also Gewalt, genau. Die ist ja seit Jahrzehnten in Kolumbien. Und es gibt die Guerilleros und Leute sind entführt worden, etc. Wir haben nicht vorher irgendetwas Schlimmes gehört. Ist das in den Leuten dort drinnen, oder das Gefühl, es könnte wieder zurückkommen? Weil es hat ja dann Versöhnung gegeben mit den Guerilleros und der Regierung. Und die sind jetzt ein Teil in der Regierung. Also eine Sache ist, es hat meinem Vater auch sehr viel kaputt gemacht, psychisch. Das ist etwas, wenn man das durchlebt. Und das andere, was man leider muss sagen, wenn du der Oberkapo bist, der Oberboss, und ich mache mit dir Frieden, dann führt das meistens zu mehr Gewalt. Weil dann haben die 10 unter dir, die machtgeil sind, dann wird es erst richtig blutrünstig. Das ist das Gleiche, wie wenn du den grössten von allen Mafia-Boss in Gefängnis nimmst. Ist das meistens kein Sagen, sondern ein Fluch. Ah. Weil dann kommen die Kleinen auf, El Chapo die noch viel blutrünstiger sind. Darum ist das, also, für mich die Legalisierung von Kokain wäre der einzige Friedensweg für Kolumbien. Ah ja, aber ist dort Kokain verboten? Ebenso Marihuana ist auch verboten. Ja, also immer man sagt Dosis Personal. So, dass du jetzt, aber das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Das wollen sie in Amerika jetzt auch machen. Wärst du dafür für die Legalisierung, jetzt auch Kokain für die Schweiz? Für die Schweiz ist mir eigentlich egal, weil da macht es keinen Unterschied. Aber in Kolumbien würde es sehr viel ändern. Wie stehst du überhaupt zu Drogen? Ich finde Drogen etwas sehr Schlimmes, Kokain und Alkohol vor allem. Ich finde jetzt, also ich selber kiffe ab und zu. Ich sage jetzt nicht, dass das okay ist, aber ich finde jetzt, das ist nicht schlimm. Ich selber trinke keinen Alkohol. Ich überhaupt keinen Alkohol? Nein, ich kiffe nur. Also und warum nicht? Ja, warum kein Alkohol? Weil ich sehr früh gesehen habe, dass das eigentlich... Los Tragos! Das ist fast Toma, die schlimmste Droge. Por allá, siempre todo lo día, no? Eso es así, es verdad, pero es un peligro. Es ist eine Gefahr, weil es akzeptiert ist von der Gesellschaft und doch eben sehr eine harte Droge ist. Und ich auch privat nicht vielleicht die beste Erfahrung. Vielleicht die härteste, sagen viele. Ja. Alkohol die härteste. Wie würdest du deinen Musikstil bezeichnen? So
schnell gesagt, Reggaeton, Latin, urbane Latin, urban, das ist ja heute auch wieder, ja. Also man kommt ja fast nicht mehr nach, was man für Begriff nicht mehr nennen darf, aber Reggaeton, poppiger Reggaeton. Okay, so. Weil wenn ich jetzt die neue Single höre mit dem Refrain, dann habe ich jedes Gefühl, es ist balladenhaft. Also sehr sanfter Reggaeton ist das, oder? Aber eigentlich ist das der grösste Reggaeton-Track bis jetzt. Ist lustig, ehrlich? Dass du meinst, ja, weil du musst auf den Kick hören, also er hat am meisten Booms, er hat am meisten das tut, was eigentlich der Reggaeton ausmacht. Aber Latin-Musik, also wenn man Zentral- und Südamerika anschaut, ist ja vor allem zuerst Reggae gekommen, dann Salsa ist gekommen und Reggaeton hat es noch nicht ganz so weit geschafft, oder? Dazumals? Nein, jetzt da, jetzt auch in Europa. Im Vergleich zu Salsa und zu Reggae. Es ist viel kommerzieller, es ist grösser. Jetzt. Für mich ist Reggaeton der grösste Latin-Musikstil im Moment. Seit fast 10 Jahren, würde ich jetzt behaupten. Aber Musik, die eigentliche Musik von Kolumbien, die liebe ich ja so. Cumbia. La Cumbia! Mhm. Hören wir uns ein bisschen La Cumbia. Sehr gerne, sehr gerne. Kannst du Cumbia tanzen, Roger? Popo, Cheer! Ja. Willst du mal schauen? Ja, das ist so Cheer! Weißt du, wieso stampfen sie immer mit einem Fuß? Warum? Das kommt von der Sklaverei, weil der andere Fuß ist in Kette gekleidet. Aber es ist doch gross. Darum ist Cumbia, ja, tanzt man so Cumbia. Aber La Cumbia hat es irgendwie nicht geschafft bei uns, oder? Nein, also wenn, dann vielleicht mit dem Carlos Vives, ein bisschen, so ein bisschen, aber nur auf latinaffine Leute, aber nicht so zugänglich für jetzt einen Schweizer, der nichts mit Latin am Hut hat. Aber du machst selber auch keine Cumbia. Das wäre jetzt noch eine Aufgabe. Nein. Die Cumbia, die schöne, die eigentliche Musik von Kolumbien, weil Reggaeton kommt ja eigentlich von Kuba, in die Schweiz zu bringen. Also Reggaeton kommt, ja, das ist eine andere Diskussion, von wo Reggaeton kommt. Wo aber Cumbia, ja, das streitet sie jetzt noch, über das Puerto Rico. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Schlussendlich kommt also, alles aus einem Ursprung. Kuba, Puerto Rico, lo mismo. Exactamente, o sea, digamos del continente de Latinoamérica. Aber wo sind wir gewesen? Cumbia, auf jeden Fall vielleicht mal also mehr Aspekt. Ich habe schon ein Lied drauf. Ja. La que me vio nacer auf meinem letzten Album. Das hat auch die Gaita drin, das ist unsere typische Flöte. Das ist sehr Cumbia-lastiges Lied. Okay. Wo es auch darum geht, die mich auf die Welt gesehen hat, also das Lied ist an Kolumbien gewidmet. Also mal eine richtige Cumbia eigentlich, wieso nicht? Ja. Warum nicht? Ja. Wir hatten Corona-Zeiten gehabt, für alle Künstler eine schwierige Zeit. Ja. Und du hast schon gesagt, jetzt bin ich halt nicht mehr der Bühnenstar, sondern der Buchhalter. Ja, ich habe mehr Zeit, kann mich um das kümmern, was mega wichtig ist. Bist du ein guter Geschäftsmann eigentlich? Ja. Ja, ich würde schon sagen. Du hast einen Manager zwar, aber du schaust auf alles, gut? Ja, ich bin überall mit drin, ja. Du bist überall mit drin und läuft es gut eigentlich? Ja. Hast du gut überstanden? Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Und jetzt hätte ja am letzten Herbst eine grosse Tournee in Deutschland sein, mit Pietro Lombardi. Genau. Und what happened? Ja, ist ins Wasser gefallen. Er hat uns irgendwann aus dem Flyer gestrichen. Ich habe ihm dann geschrieben, ich war auch mega verrückt gewesen, vor allem am Anfang. Und mit Anwalt, Zeug und Sachen hin und her. Mittlerweile ist es so, dass wir uns auch wieder getroffen haben, ich mit ihm geredet habe. Er sich entschuldigt hat nochmal, wo wir gewisse Konzerte mit ihm gespielt haben. Aber eben, das hat dann schon gefallen. Du willst natürlich auch in Deutschland so punkten wie in der Schweiz. Das ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht passiert, oder? Nein, und das wäre eine sehr wichtige Plattform gewesen. Wir hätten die ganze Tour mit ihm gespielt. Und das ist natürlich schade, weil man schafft auf so etwas an. Ja. Aber was ich auch sagen wollte, es ist in allem, was man im Leben macht, kommen Ups und Downs. Und dann muss man weiter. Okay. Aber es war etwas, wo wir darauf angeschafft haben, gewartet haben. Und das ist dann leider nicht passiert. Etwas anderes natürlich in deiner Welt, Ibiza. Da bist du eigentlich erst, glaube ich, einmal in diesem Sommer, das erste Mal. Genau, da habe ich jemanden getroffen. Dort am Mittagessen. Club, am Salinas. Ja, haben wir uns getroffen. Genau. Ja. Aber eben, das wäre doch etwas, ich weiß noch mal, ein grosser Gegend, Pacaya, Nisha oder Ushuaia oder so. Oder ist das nicht möglich? Doch, wir sind auch, wir sind an vielen Orten. Wir haben dort, wieso wir dort waren, wir haben ein privates Konzert gespielt und dort wäre eingeladen auch gewesen, der Besitzer von Pacha, ist dann aber nicht dort gewesen. Aber sind wir auch, also wir sind an vielen Orten am Andocken. Aber dort willst du gerne gehen. Wie hat es dir gefallen? Ich habe nur einen Tag. Ich habe wirklich den Tag, den ich dich gesehen habe, am Strand verbracht und bin wieder zurück. Aber jetzt bin ich kürzlich gerade eine Woche auf Formentera und es ist mega schön. Gut, das ist Nachbarinsel, eine kleinere Insel etc. Genau. Ich glaube, das grösste Ziel, das du hast, ist ein Latin Grammy. Erzähl mal, was wird das für dich bedeuten? Ja, jetzt, das Ziel ändert sich, aber es ist immer noch sehr. Also einfach, dass meine Musik international, sagen wir, durchstartet. Das würde mir viel bedeuten, weil ich einfach auch meiner Tochter, das hat viel auch mit ihr zu tun, als sie auf die Welt kam, haben mir viel gesagt, hey, such dir einen richtigen Job. Und ich will sehen, dass
Oder wird ihr zeigen und vielen anderen jungen Leuten, dass Träume in Erfüllung gehen können. Mhm. Und auch aus der kleinen Schweiz, dass man da vieles machen kann. Aber hat man eine Chance, als Schweizer so einen Grammy zu gewinnen? Selbstverständlich. Hast du gehört? Man muss den Hunger ein bisschen mehr lernen, gell? Man ist im goldenen Käfig. Bist denn du eben noch hungrig überhaupt? Ja, sehr hungrig. Man ist natürlich auch, man wird ein bisschen älter, man macht sehr viele Erfahrungen. Ich bin auch sehr hungrig auf viel Zeit mit meiner Tochter. Ja. Und die zwei Hunger die sind manchmal ein bisschen im Widerspruch. Du redest mit ihr Spanisch, oder? Ja. Aber sie antwortet auf Schweizerdeutsch. Gut. Und sie hat den Namen Aisha. Ist kein spanischer Name. Aisha, ja. Ja. Warum bist du auf den Namen gekommen? Ich habe immer schon den Namen wunderschön gefunden. Auch wenn es im Aisha, Aisha, écoute moi. Ja, Aisha ist ein arabischer Name. Er ist wunderschön. Und wo meine Ex-Freundin den auch gehört hat, sind wir uns gerade einig. Und das war so eine gute Energie, die der Name von beiden gewünscht war. Gut. Also, du bist an einem gewissen Punkt, wo du jetzt das wirklich willst. Die Schweiz viermal best, hast gewonnen und so weiter, dreimal best Hits etc. Es muss jetzt richtig vielleicht international losgehen. Was sind die nächsten Pläne? Jetzt sind wir an einem neuen Album dran, sind eigentlich schon recht weit und eben ein bisschen uns neu strukturieren, dass wir in Deutschland mehr machen können. Gleichzeitig muss man aber das Geld weiter da verdienen. Aber wir kommen mit sehr vielen neuen News nächstes Jahr, wo ich leider auch nicht zu viel sagen darf. Aussend unsere Tour. Schon sagen. Was ich darf sagen, ist die Tour, die wir noch spielen. Ja. Wo in der Schweiz? In der Schweiz. Fernando Tour hat es auch noch Tickets. Fernando Tour? Ja, wieso heisst es die Fernando Tour? Wie das Album Fernando heisst. Und wie heisst das Album Fernando? Weil mein Vater hat mir sehr viel gelernt. Oder dank ihm habe ich viele Eigenschaften, die mit dazu geführt haben, dass ich so erfolgreich bin. Und was sind die Eigenschaften? Zum Beispiel, dass das Herz das einzige Gesetz ist. Mhm. Darf man nicht falsch verstehen, dass man daraus träumen und dass man kann Risiko eingehen kann. Auch gerade mit dieser bequemen, nenne ich mal, Situation. Mit dem Schweizer Pass, die ewige Lebensversicherung. Wenn ihr die daheim habt, könnt ihr eigentlich immer von neu anfangen. Wenn man den Mut und die Cojones hat. Eben, aber du hast das Gefühl, die Schweizer begreifen gar nicht, was sie für das Glück haben, oder? Nein, ist ja auch schwierig. Ja, aber trotzdem, wenn man eben gehört, jetzt eben nicht, Entschuldigung, trotz allem eben auch Details in der Sendung, die dir nicht gefallen, um erfahren, was andere Leute haben müssen durchmachen. Ja. Oder dass man dann vielleicht ein bisschen demütiger wird. Ja, aber es, ist auch, also es kann auch genauso bemitleidet werden. Weil jemand, der reich ist, ohne vorher arm zu sein, jetzt ist ein anderes Beispiel, der wird es reich sein, nie geniessen. Und das Gleiche ist mir in so einer, die Sicherheit, das, was ich vorher geredet habe, jemand, der noch nie Unsicherheit erlebt hat, kann seine Tochter einfach so kann in die Schule laufen, kann das nicht so geniessen. Gut, das können wir. Aber so, die grosse Sicherheit ist jetzt weg. Wir haben eine ganz heikle weltpolitische Lage. Und man redet von Atomkriegmöglichkeiten etc. Also ist das auch nicht mehr so da in der Schweiz, wie es bis vor kurzem war, oder? Nein, also man merkt, und das ist ja auch gut, also es ist auch sehr wichtig, dass wir checken, dass das fühlt sich ja an wie so ein außerirdischer Bereich, die Schweiz. Ja. Und auch, also ich sage nicht, dass Kriege etwas Gutes sind, aber wenn so etwas widerfährt, ist es wichtig, dass man dem auch Bewusstsein schenkt und sieht, dass nicht alles untouchbar ist und dass man halt auch die Wertschätzung haben. Also wir sollen uns nicht schlecht fühlen. Niemand soll sich jemals schlecht fühlen, weil er ein gutes Leben hat. Ja. Im Gegenteil, er soll es leben, ohne schlechtes Gewissen. Aber halt auch daran denken, dass es auf dieser Welt auch sehr anders ist. Du möchtest gerne, dass andere Leute in diesem Land, eben, wenn sie dir zulassen, vielleicht machen sie das, ein bisschen mehr bewusst sind, dass wir Glückskinder sind in der Schweiz. Genau, und am Herz nachgehen. Wir sind ja so auf Kopf. Oder dass man, wenn jetzt, auch wenn man keine Ahnung wie alt ist und der Wunsch ist, man, egal was für ein Wunsch, aber wenn du eigentlich am Herz nachgehst, ist dann, wenn du im Kopf am gesündesten lebt. Das ist doch grossartig. Also, danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke, dass Loco, so offen. Ein bisschen Emotionen in dieser Sendung. Ja, aber schön, aber du schön. Hast ja gerne Emotionen. Ja, und ich komme auch gerne zu dir. Das braucht es auch mehr bei uns. Ein bisschen mehr Reibung darf es haben. Ja. Okay, danke vielmals. Danke, Roger. Danke vielmals. Das war unsere heutige Sendung. Nächste Sendung heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei bleiben. Und Ihnen alles Gute und bleiben Sie optimistisch.